Hallo Leute und willkommen zurück. Heute zeigen wir euch, wie ihr eine leckere Currywurst selbst macht. Und hier seht ihr die Zutaten, die ihr auch noch in der Videobeschreibung findet. Wir beginnen damit, etwas Öl in der Pfanne zu erhitzen. Danach dünsten wir die Zwiebeln an. Dann fügen wir noch etwas Tomatenmark hinzu und löschen das Ganze mit Wasser ab. Als nächstes fügen wir den Ketchup hinzu. Jetzt fügen wir nacheinander einen Schuss Sojasauce, Balsamico und Honig hinzu. Und jetzt noch etwas Curry und Chilipulver hinzufügen und das Ganze gut umrühren. Jetzt braten wir noch ein paar Bratwürste, schneiden diese in kleine Stücke und servieren das Ganze dann mit der Soße. Und das war's auch schon mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Liebe Grüße, euer Team Kochen.